Am heutigen Donnerstag, dem 9. November, steht das Gedenken im Mittelpunkt. Der Fall der Mauer 1989 als Glücksfall und die Reichspogromnacht 1938 als Schandfleck der deutschen Geschichte. Vor genau 85 Jahren brannten die Nationalsozialisten in zahlreichen Städten die Synagogen nieder. An dieses schamlose Verbrechen hat der Bundestag heute Morgen erinnert und über den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland debattiert. Natürlich nicht ohne Grund, denn der Tag findet im Zeichen des Krieges in Israel statt. Seitdem ist die Angst auch auf deutschen Straßen wieder zurück. Mit allen rechtsstaatlichen Mitteln Antisemitismus bekämpfen, das Existenzrecht Israels in der ganzen Gesellschaft aktiv einfordern und den Kampf gegen Terror geschlossen unterstützen. So steht es in Anträgen von Ampel und Union, die heute im Bundestag debattiert wurden. Stehenden Beifall gab es zu Beginn für die deutsche Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Dann kamen die Pro-Palästina-Demos der letzten Wochen zur Sprache. Der Terror der Hamas wurde noch am selben Tag auf unseren Straßen gefeiert. Es wurden Gräueltaten gebilligt und sogar bejubelt, antisemitische Parolen skandiert, Einsatzkräfte angegriffen. Hass und Hetze halten seither online wie offline an. Und das können, und ich sage es in aller Deutlichkeit an alle, die es hören müssen, das werden wir nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. Man arbeite an Verboten. Der Union war das zu vage. Von ihr kamen konkrete Forderungen. Stufen Sie Antisemitismus als besonders schweren Fall der Volksverhetzung ein und verhängen Sie eine Mindestfreiheitsstrafe von 6 Monaten für diejenigen, die gegen Israel hetzen. Schreiben Sie ins Aufenthaltsgesetz, dass antisemitische Straftaten zu einer regelhaften Ausweisung führen. Und regeln Sie den Passentzug bei Doppelstaatlern bei Verurteilung wegen antisemitischer Straftaten. Flagge zeigten gestern Abend 2500 Menschen in der Kölner Innenstadt. An der Spitze der Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst. Man trauerte um die Opfer des Terrors gegen Israel, wollte jüdischen Mitbürgern Unterstützung zeigen. Eine Lichtinstallation zeigte die Bilder von Geiseln der Hamas. Die großen Kirchen hatten zu dem Gang aufgerufen. Wir setzen auch ein Zeichen der Solidarität, dass wir mehr sind. Dass wir mehr sind als diejenigen, die auf deutschen Straßen den Terror der Hamas feiern. Wir werden deshalb bei Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen noch genauer hingucken, ob wir Hassdemonstrationen einschränken können oder auch verbieten können. Das heißt, wenn wir sagen, nie wieder, ist jetzt. Solche Sprechchöre, die letztlich die Auslöschung Israels fordern und das Massaker an Juden gänzlich ignorieren, werden auch bei der jüdischen Gemeinschaft in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, vernommen. Überlebende sind empört über das, was hier auf den Straßen passiert. Für mich hieß es oft nie wieder. Es war jahrelang ein Leitmotiv von allem, was gesagt wurde. Zu sehen, dass es einen Wiederaufschwung gibt und was noch wichtiger ist, was mich wirklich aufregt, ist zu sehen, dass es keine massive Reaktion der Bevölkerung dagegen gibt. Heute ist der 85. Jahrestag der sogenannten Reichspogromnacht. Ein trauriges Erinnern, umso mehr, weil auch hier wieder über die Sicherheit jüdischen Lebens gesprochen werden muss. Wir wollen das Thema vertiefen, gemeinsam mit unserem Kollegen Sven Felix Kellerhoff. Er ist leitender Redakteur aus dem Ressort Zeit- und Kulturgeschichte. Schön, dass du hier bist. Hallo. Heute im Bundestag also ein großes Gedenken in turbulenten Zeiten, muss man sagen. Wir haben ja den Krieg in Israel, der wie ein Damoklesschwert über allem hängt. Wie wichtig ist es aber gerade in solchen Zeiten, das Gedenken an die Reichspogromnacht von 1938 aufrechtzuerhalten und auch dann Konsequenzen irgendwo daraus zu ziehen? Also wenn wir etwas lernen können überhaupt, dann können wir ja nur aus Erfahrungen lernen, die früher gemacht worden sind. Das ist bei Kindern nicht anders als bei Gesellschaften. Und Fehler und Erfahrungen, die Gesellschaften gemacht haben, sind nun mal Geschichte. Und natürlich ist es aus meiner Sicht als Historiker sinnvoll, sich an einem Tag wie heute, aber auch generell mit den Geschehnissen des 9. November 1938 zu beschäftigen, mit dem Antisemitismus, der in Deutschland grassiert hat und der dann zum Holocaust geführt hat. Das alles hilft uns, Maßstäbe zu entwickeln und zu verstehen, was passieren kann, wenn solche völlig irren Ideologien Raum greifen. Jetzt muss man ja auch sagen, die Reichspogromnacht ist ja quasi nicht im luftleeren Raum passiert. Und
ein Tag, an den man heute auch erinnern muss, was aber viele gar nicht mehr so präsent haben. Einige Jahre zuvor, 1923, der Hitlerputsch. Inwieweit sollte uns das auch eine Lehre sein, gerade mit Blick auf das Unterschätzen von Gefahren? Vielleicht erläutere erst noch mal für alle, die es jetzt nicht so präsent haben, was da überhaupt passiert ist. In aller Kürze, am 8. 9. November 1923 hat Hitler versucht, von München aus die Reichsregierung zu stürzen. Das war dann ein Operettenputsch, aber im Grunde genommen ist der Putsch schon am 6. November gescheitert, denn es gibt eine große Vorgeschichte, die ich jetzt nicht erklären kann. Das, was dann stattgefunden hat, war tatsächlich aussichtslos, aber die Vorgeschichte, die war sehr gefährlich für die Weimarer Republik. Und es hängt damit zusammen, dass am 1938 dann überall in Deutschland Nazis, SA-Leute, NSDAP-Mitglieder abends am diesen 9. November zusammensaßen und feierten. Denn der 9. November 1923 war so etwas wie ein Mythos für die Hitlerbewegung gewesen. Das heißt, die waren an einem Platz, jeweils vor Ort. Und von da aus sind sie in zahlreichen Fällen, nicht in allen, aber in zahlreichen Fällen losgegangen und haben die nächste Synagoge angesteckt, haben jüdische Geschäfte überfallen, also das, was man damals jüdische Geschäfte nannte, die zum Teil auch schon gekennzeichnet waren mit Davidstern. Das ist leider auch etwas, was wir im Jahr 2023 wieder erlebt haben. Also der Historiker schätzt es nicht, Déjà-vus zu haben. Im Augenblick habe ich ziemlich viele. Vor diesem Hintergrund haben wir jetzt heute eben im Bundestag dieses Gedenken gehabt. Die Innenministerin hat dann immer wieder betont, nie wieder, das darf es nicht geben. Ne? Sie würde das auch nicht dulden und will dann da entsprechende Maßnahmen durchsetzen, Verbote. Zum Teil sind die ja schon auch erfolgt, also Samidun oder Hamas, die sich eben auch sehr israelkritisch oder antisemitisch zeigen oder eben den Krieg auch in Israel natürlich losgebrochen haben. Aber tut die Bundesregierung wirklich genug? Denn wenn man sich in der jüdischen Gemeinde umhört, dann ist die Angst ja groß. Also ich bin nicht in der Lage, Frau Faeser konkrete Ratschläge zu geben, was sie besser machen kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es die gegenwärtige Bundesregierung gut macht. Und auf diese Festlegung kann der Historiker nur hinweisen, aus solchen Situationen können schlimme Dinge entstehen. Wir haben natürlich jetzt 2023 eine andere Situation dahingehend, dass die Regierung die Geschehnisse nicht unterstützt. Das ist anders als 38. Damals war es sozusagen das Ziel der Regierung, Druck auf jüdische Deutsche auszuüben. Das ist heute nicht der Fall. Trotzdem müssen wir, glaube ich, sehr viel Gedanken darauf verwenden, wie wir diese Situation besser unter Kontrolle kriegen können. Und die Tatsache, dass in zahlreichen jüdischen Gemeinden, und ich spreche natürlich auch mit vielen Menschen, die sich historisch interessieren, die zum Teil auch entweder jüdischer Herkunft sind oder jüdischen Glaubens sind, habe gerade vorgestern wieder einen israelischen Professor zu Gast gehabt bei uns hier im Haus, die fühlen sich nicht wohl. Und das ist schlimm. Das ist schlimm, dass es in Deutschland wieder so ist, dass jüdische Menschen jüdischer Herkunft, jüdischen Glaubens, wie auch immer, sich nicht sicher fühlen in diesem Land, in dieser Stadt Berlin. Das hätte ich eigentlich nicht mehr haben wollen. Nein, definitiv nicht. Sven Felix, danke schön für deine Einordnung hier bei uns. Sehr gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.